Jo und herzlich willkommen zu einer weiteren LS15 Mod-Vorstellung. Puh, Nummer, ich weiß gerade gar nicht. Es liegt eine Weile zurück. Und ich habe da mal einen Mod gefunden, der mir zusagt. Und ich dachte mir, check's da mal ab und guckst da mal rein. So, vor uns sehen wir hier Krone Big M500. Gefunden auf Forbidden Mods. Ist wieder so ein Zusammenarbeitsmod, soweit ich gelesen habe, wenn ich mich nicht täusche, was ja auch passieren kann, zwischen Forbidden Mods und Unguided. Also könnten wir Großes erwarten. Wir schauen uns den jetzt einfach an. Er sieht optisch schon mal eigentlich auf den ersten Blick sehr gut aus. Ich habe jetzt bewusst eigentlich verwendet im Satz, weil ja, man kann nie wissen. Man muss immer schon vorsichtig sein, weil der erste Eindruck kann manchmal ja täuschen. Aber davon gehe ich nicht aus und hoffe das Beste. Jo, so. Wie starten wir? Wie haben wir es immer gehabt? Mann. Genau. Shop. So. Rüberblättern, Kategorien, Mods. Erntemaschinen und da haben wir ihn nach etwas rüberscrollen. Krone Big M500. Bei Unguided Powered by Forbidden Mods ist hier noch dazu geschrieben. Also lag ich ja soweit ja ganz richtig. So, Preis ist mal eine Zahl, die nicht irgendwie gerade ist oder sonst irgendwas. Ist ja wurscht. Vielleicht hat er eine Sonderausstattung, die 380 Euro gekostet hat. Was weiß ich. Wurscht. Auf jeden Fall Shop sehr, sehr gut. Maximale Leistung 520 PS. Arbeitsbreite 13 Meter. Nutzung Selbstfahrt mehr Funktion. Ja, da fehlt ein K, aber darauf pfeifen wir. So kleinlich sind wir nicht. Schwaderplagge, Breiterplagge, ausgerüstet mit Zapfenanschluss und Low-Trailer-Zugmaul. Unterhaltskosten 75 Euro am Tag. Das ist nicht viel. Wenn man bedenkt, zum Beispiel hier der Klaas kostet 760 am Tag. Da ist ja das eigentlich ganz sehr, sehr wenig. Gut. Shop, okay, passt, check. So, jetzt blenden wir mal Hub ein, steigen hier mal in die Karre und starten den mal, um mal zu gucken und zu hören, wie der klingt. Ja, ich bin hier mit der Tastatur wieder. Schnurren tut er schon mal ganz super. Ja, er fährt, ich meine, ich spiele es mit der Tastatur, da bin ich wieder ein Grobmotoriker. Aber es sieht nach Standard LS15 Fahrverhalten aus. Also nichts, kein gröberes Rutschen, rutschen tun sie sowieso alle. Wenn ich jetzt voll einschlage, ist mit der Tastatur leider ein bisschen blöd. Dann kommt ja der Arsch ein bisschen rüber, aber das macht ja nichts. Ja, weil wir machen einen kurzen Funktionstest. Bei der Hinfahrt würde ich mal sagen, testen wir gleich Blinker links, Blinker rechts. Wir wollen nicht hier abbiegen. Passt, Warnblinkanlage läuft auch. Dreh, also Rundumlicht, passt auch. So. Mähwerke können Gras schneiden bei Punkt aufklappen. Ja, logisch. Mähwerke senken. Warum hier immer der Infotext ist, weiß ich auch nicht. Hier kann man auch die Tür aufmachen. Okay, wer es braucht. Wir gucken noch das Innenleben. Die Tür. Genau. Ja. Mal keine IC-Steuerung. Mal was anderes. Tacho hier. Das wirkt einfach, ja, eingefügt, eben das Digitale, aber das macht, finde ich, zu viel. Innenleben ist jetzt vielleicht nicht hochauflösend. Ich weiß ja auch nicht, was es ist. Die V1.1 auf Forbidden Mods gestern released. Ich hatte aber schon eine 1.1 in meinem Ordner, habe ich gesehen. Jetzt weiß ich nicht, ist das das gleiche, ist das dasselbe Gerät? Ich glaube zwar nicht, aber das ist von derselben Modding-Gesellschaft. So, aufklappen. Dann schauen wir mal, wie das hier mit dem Aufklappen aussieht.
Ja. Vorne zuckt hier ein bisschen das Krone-Logo. Aber da. Da kann ich auch drüber hinwegsehen, wenn der Rest passt. Er sieht ja so schon sehr, sehr nice aus. Da kann man wirklich nicht meckern. Anschalten. Bäh. Ja, er braucht eine Weile, bis er anläuft. Schade ist jetzt hier wieder auch, dass man die Mähwerke, also vorne und hinten, nicht einzeln steuern kann. Also man kann das hier nur gleichzeitig absenken. Wie ihr hier seht, wenn ich jetzt so wie ich wo ansetze bei einer Wiese, dann hätte ich gern zuerst vorne runtergelassen, mal ein Stück reingemäht, wie die Fahrzeuglänge, und dann hinten abgelassen. Ja, das läuft doch, oder? Sieht gut aus. Die Schwarte hier ist ein bisschen breit. Aber ich glaube, eine Presse oder so kann die trotzdem noch aufnehmen. Ich habe ja, jetzt meine Map, wo ich das ein bisschen höher eingestellt habe, bewusst. Aber es schaut ganz gut aus. Breitablage. Oh. Da machen wir hinten die Klappen auf. Alles schön animiert. Ja, richtig, richtig cool. Macht, ja, es macht definitiv Spaß mit dem Ding zu mähen. Breitablage ist wahrscheinlich jetzt vielleicht für den ein oder anderen wahrscheinlich die Variante, was jeder will, weil das grüne Gras bringt man eher weniger. Weg vielleicht ins Silo, ja. Auch der Fahrer ist animiert. Ich mähe jetzt ein bisschen einen Stuss zusammen. Aber ihr seht, er dreht den Arm mit. Das gar nicht mal so schlecht. Licht müssen wir noch testen. Sehr geil. Sehr geil. Hinten dann auch Arbeitsscheinwerfer. Die sehen ein bisschen stumpf aus als die Scheinwerfer. So von der Vorderansicht. Okay, super. Wenn man so seitlich rangeht, dann. Ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Gut, was haben wir von den Funktionen noch? Das war's eigentlich. Grundfunktion hat er, funktionieren tut er auch. Ja, nimmt 13 Meter auf einen Schlag. Ich glaube, um Durchschlagskraft braucht man gar nicht reden. Und ja, heben lässt sich das Ganze natürlich auch. Und dann beschleunigt er wieder. Super geil. Ja, wie gesagt, die Schwadablage ist vielleicht ein bisschen breit, aber dafür schön. Und das passt. Und es geht sich auch noch aus, dass man hier irgendwie aufnimmt. Ja, Fazit. Haben, kaufen, wollen, nehmen tut, sozusagen. Also von mir absolute, also ich kann ich nur empfehlen, sind wieder mal ganz klein, aber es gibt sowieso keinen Mod, Entschuldigung, der perfekt ist. Und das soll ja nicht so sein, finde ich. Weil irgendwo ein bisschen eine kleine Macke darf ruhig vorhanden sein. Aber vom, also wie gesagt, Download-Link in der Beschreibung, checkt den mal aus, testet ihn. Jetzt ist sowieso Mähsaison, Sommer mähen, einmal wöchentlich am besten. Und ja, das war es auch schon wieder von mir. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Um keine Videos mehr zu verpassen, sei es Modverstellungen oder LS15 Let's Plays. Genau das habe ich jetzt angefangen. Nächste Woche klatsche ich jede Woche eins raus. Ich habe Urlaub und da werde ich jeden Tag eine Aufnahme machen. Auf der Two Rivers Map ordentlich Gas geben. Ja, so, genug gespoilert jetzt für mich selbst. Download-Link in der Beschreibung. Daumen nach oben nicht vergessen, um keine Videos mehr zu verpassen. Abonnieren. Wir hören uns das nächste Mal. Ich bin raus. Wünsche euch einen schönen, entspannten Freitag und ein angenehmes, heißes Wochenende. Wir hören uns. Tschüss, ciao und bye bye.